so ihr Lieben, ich hab Tina gesehen. Sie ist gerade vorbei. Angekommen, da drüben wird schon gedreht. Wir müssen jetzt ganz leise sein, dass man uns nicht hört. Wir wissen gar nicht, was sie drehen. Da hinten sind zwei Wegen. Die Maske und so weiter, denke ich mal. Da sieht man die Millet und die zwei Mädels, die uns helfen beim Filmen. Hallo Millet. Kleines Geschenk. Haben wir auch schon bekommen. Zeig mal dein Pferdchen. Wie heißt der? Amadeus. Ja, die schönste Zeit geht doch mal vorbei. Ich weiß nur eins, ich werde euch vermissen. Wir waren so frei. Tage wie gemalt, wie im Traum gemalt. Jeder steht für jeden, jeder ist für jeden da. Hey, wir haben noch etwas Zeit, komm, satte jetzt dein Pferd. Das ist der beste Sommer, ne kurze Ewigkeit. Der beste Sommer, der beste Sommer, der beste. Wolltest du Alex treffen? Der beste Sommer. Warum? Der beste Sommer. Weil er niedlich aussieht. Er mag ihn, guck. Hallo, Tina. Du, Mila, ich stelle mal deine Frage. Komm. Habt ihr euch im Vorgespräch gekannt oder noch? Nee, vorher kannten wir uns nicht. Wir haben uns beim Casting kennengelernt. Beim Casting, genau. Wollt ihr auch mit uns reden? Ja. Habt ihr so ein bisschen mit Schauspielern vorher gewollt, so als Wunsch, oder ist das erst jetzt so gekommen, so auf den Geschmack gekommen? Also bei mir eher einfach nicht auf Traum, aber ich habe halt immer darüber nachgedacht, so, wäre cool. Mhm. Aber es war halt nie irgendwie für mich irgendein Fixpunkt, den ich erreichen will. Okay. Bei mir war es auch ganz zufällig, dass ich in die Filmerei gekommen bin. Okay, gut. Wie lange braucht man überhaupt so eine Fixausbildung? Gar nicht lang, also so 15 Minuten. Ja. Naja, wir lernen ja immer nur für einen Tag und dann erledigt sich das meistens. Erledigt sich schon. Okay. Beim Durchlesen. Okay. Kann man da ein bisschen lesen, mal was anderes rausrutscht, ist das dann okay in der Zeit? Ja, so. Ich habe vorhin also manche Sätze kann man auch komplett streichen, weil die dann vielleicht zu viel sagen, was man eigentlich auch spielen kann, eigentlich, was dann meistens auch schöner ist. Mhm. Von daher, da sind wir ziemlich frei. Ja. Wie ist das mit jetzt Bibi und Tina, die Rollen bei euch? Habt ihr jetzt, ihr seid das vierte Halbjahr jetzt schon, fühlt ihr euch so schon wie Bibi und Tina oder kann man da einfach auf die Rolle rausschlüpfen und sagen, habt ihr abgelegt oder ist das überhaupt? Na, ein bisschen Persönlichkeit ist in der Rolle immer mit drin. Genau, aber die Rolle ist nicht in unserer Persönlichkeit. Ist nicht drin, also die kann man einfach so ab. Also ja, na klar, wenn wir im Hotel sind, sind wir hier. Okay, wie lange dauert die Produktion? Zwei Monate. Ja, und dann halt noch, haben die noch Post-Production und so ein halbes Jahr. Okay, für euch anstrengend? Oder ich glaube, für langsam Profi, sage ich es mal. Gibt anstrengende Tage, aber im Großen und Ganzen ist es ja, macht schon Spaß. Okay. Lena, eine Frage, was ist das, gell? Was wir haben alle Fragen.
Ist Alex ein echter Freund oder dein Bruder? Nee. Nur Schauspielkollege. Genau. Okay, gut. Nee, warst du schon? Also, eine Frage habe ich noch. In echt heißt sie Lisa und Lina. Ja. Genau. Also, Lisa Marie. So Lina Leiser Strahl. Ja. Genau. Lisa Marie. Du hast ja öfters Videos gemacht. Ja. Also nicht jetzt in dem Set. Nee, auf YouTube. Set. Ja. Und auf der Bühne. Ja. Einmal. Ja. Wo halt du ein Lied singen musst und nur an den Tier stecken geblieben bist und nicht die Tier gewusst hast. Ach so, ja, ja. Okay. Ja. Ja. Hat es dir Spaß gemacht, öfters auf der Bühne einen Song zu singen und so? Ja, klar, natürlich. Ja. Mach ich ja gerne. Also es ist auch anstrengend. Hast du es auch schon mal gemacht? Nee, ich bin nur Schauspielerin. Ja. Okay, also danke. Hat euch echt gerne. Sie kann gut sehen. Was haben wir denn heute gemacht? Also wir waren beim Filmset von Bibi und Tina. Ja. Und wir haben Bibi gesehen, als er gesagt Lina und Lisa. Und da haben wir uns da ein paar Fragen gestellt. Und wie war das für dich hier zu sein? Toll, aber leider sind immer so schnell geliehen. Ja. Also da steht Tina, ein Herzchen von. Ja, und Bibi hat zwar ein bisschen schöner geschrieben, aber... Milay, bist du eigentlich schon mal geritten? Nee, ich will aber mal. Willst du? Hast du keine Angst? Ich würde mal Sabrina reiten. Ja, das dürfen nur die Schauspieler. Hast du denn Hörspiele von Bibi und Tina? Ja, ganz viele eigentlich. Alles klar. Danke, dass wir dabei sein durften. So, ihr Lieben, das war's von Bibi und Tina Filmset. Uns hat es riesen Spaß gemacht. Milay hat die ganze Zeit gemeckert, weil sie gehen musste. Stimmt's, Milay? Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.